Willkommen zurück zu Dark Souls 2, dem Videoguide. Wir sind letztes Mal unten beim Zutritt zum DLC stehen geblieben. Und heute wird es ganz woanders weitergehen, denn den DLC habe ich noch nicht. Und den würde ich auch noch nicht vorstellen in Guideform. Stattdessen schauen wir mal, wie steht es denn um die Welt. What? Moment mal, ich muss schnell die Stellen zählen. Das sind 171.090.647 Tote weltweit. Natürlich nur die PC-Version. Na, viel hat sich nicht gebessert. Gehen wir also weiter. Mal gucken, ob sie was zu erzählen hat, dass wir König Wendrick getroffen haben. Bearer of the curse. Nee. Until hope is fully withered. Ich sehe schon, die ist ähnlich sprachlos wie immer. Dann wollen wir noch mal kurz gucken, ob hier hinten es was zu erzählen gäbe bei der Katze. Immer noch ein sehr süßes Ding. Ich möchte sie eigentlich nie stören, wenn sie hier so liegt und schläft. You'll find a great creature far to the east. A colossal thing with the strength to match its size. Or something playing the part at least. Open the door and venture inside, and you'll soon smell even lovelier. Das Ding spricht in gebrochener Zunge. Was war das für eine Sprache? Spanisch? Why do people try so? Ach, hübsch aussehen tue ich im Moment schon noch. Aber da wird schon bald wieder ein Rüstungswechsel anstehen. In diesem Sinne, wir reisen weiter. Unser Auftrag ist noch nicht beendet. Wir haben zwar den König besucht, aber damit ist es noch nicht getan. Jetzt mache ich eine kleine Zwischenstation, die mich selber interessiert, bei der ich nicht sicher bin, ob es was Neues zu erfahren gibt oder nicht. Und zwar... Ich glaube... Hier... Welches ist jetzt der bessere Weg? Der hier oder der hier? Ich gehe mal hierher. Hier ist noch nicht alles weggeräumt. Hier hat es noch Gegner. Sehr untypisch für mich. Ich räume normalerweise alles leer. Aber ich glaube, von denen habe ich schon das ganze Rüstungsset und deshalb braucht es hier nichts mehr. Du wirst es doch nicht wagen. Er wollte es wagen. Denn mein Ziel wäre es, der Königin eine Aufwartung zu machen. Und vielleicht interessiert sie sich ja dafür, was aus ihrem Mann passiert. Oder was mit ihrem Mann geschehen ist. Mal gucken. Drang Lake is no longer. Das war schon ein sehr philosophischer Satz. Brave undead, seek the throne. Follow the symbol of the monarch. And do what must be done. Brave undead, seek the throne. Follow the symbol of the monarch. Sehr kryptisch. Sehr, sehr kryptisch. Wir haben ja das Siegel des Königs bekommen. Unten, wo er halbtot vor sich wandelt. Und damit haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Wir könnten das Spiel extrem abkürzen. Ich glaube zumindest, es geht jetzt schon. Ich will es nur mal kurz zeigen, ob es auch wirklich so ist. Jetzt muss ich wieder überlegen, wo ist es? Es ist hier. Aber es dürfte eigentlich nicht gehen. Jetzt bin ich selber ein wenig unsicher. Zu lange her. Doch, es geht. Wow. In
Interessant. Das geht tatsächlich jetzt schon. Ich habe vergessen, dass ich den Ring noch anhatte. Also diese Tür hat sich jetzt nur geöffnet dank diesem Königsring. Und den lese ich euch gerne kurz vor. Eine machtvolle Seele ist wie ein Fluch. Und Vendrick, König von Drunk Lake, nutzte eine mächtige Seele, um den Fluch zu bändigen. König Vendrick suchte nach größeren Seelen und machte sich die Stärke der Riesen eigen. Trotzdem kam der Fluch über ihn. Trag diesen Ring, um das Königstor zu öffnen. Dieses Tor ist jetzt offen. Und interessant ist nebenbei... Ich stehe hier einsam. Ihr fragt euch vielleicht, von was ich jetzt rede. Wir werden aber später hier nochmal vorbeikommen. Und dann wird es hier eine Veränderung geben. Ich könnte jetzt hier offensichtlich tatsächlich schon durch und den Endcontent bestreiten. Und das Spiel beenden. Also wenn ich hier weiterziehe, würde ich zum Endgegner kommen. Und dann im New Game Plus, je nachdem... landen, wenn ich das möchte. Also zu der Mechanik kommen wir später noch. Wir gehen jetzt aber den richtigen Weg. Das heißt, wir gehen jetzt hierher. Und zwar an das zerstörte oder an die zerstörte Weggabelung. Also richtig verstanden. Alles, was ich jetzt mache, ist theoretisch Bonus-Content. Ich müsste hier nicht durch. Ich könnte direkt zum Endgegner. War mir selber gar nicht bewusst. Das enttäuscht ein bisschen, denn wir würden ein wunderschönes Gebiet verpassen. Nicht dieses hier. Ich habe mich das erste Mal, als ich hier war, nebenbei sehr erschrocken, denn ich dachte, das sei tödlich hier. Nö, ist es nicht. Man kann hier einfach reinrennen. Das holen. Roter Tränensteinring. Und wieder rausrennen. Passiert gar nichts. Da ist nichts drin. Ihr müsst keine Angst haben. Und dieser rote Tränensteinring kann ich euch auch noch kurz vorlesen. Das ist, glaube ich, der hier. Dieser Ring ist mit einem Tränenstein besetzt. Er reagiert, wenn der Träger in Gefahr gerät und erhöht vorübergehend dessen körperliche Angriffskraft. Keita, die Göttin der Tränen, beweint die unverdient Gestorbenen mit Tränen so rot wie Blut. Das heißt, der Stein in diesem Ring sei eine solche Träne. Und jetzt nehmen wir kurz mal den Ring weg, damit ich die Mechanik nachher vorstellen kann, die hinter diesem Ring steht oder liegt. Und zwar würden wir vor dieses Tor hier gelangen. Jetzt habe ich den Ring bei mir. Und nichts passiert. Bringt das Symbol des Königs in euren Besitz. Wieder sehr kryptisch, wie so vieles, was in Dark Souls passiert. Sei es eins oder zwei. Es wird, die Mechanik dahinter wird nicht erklärt. Es geht wirklich nur darum, diesen Königsring zu tragen. Und das ist der Zugang zu diesem Gebiet. Aldias Festung erscheint hier rechts im Hintergrund. Ein wunderschönes Gebiet. Mir persönlich gefällt es ausgezeichnet. Hat einige Gemeinheiten. Hier gibt es eine Seele eines namenlosen Soldaten und wahrscheinlich Drachenknochen. Und eine der Gemeinheiten schwirrt schon hier hinten rum. Unterschätzt mir diese Viecher nicht. Sind die ähnlichen, wie wir sie am Eingang des Spiels schon gesehen haben. So kleine Koboldwesen. Auch hier greifen sie nicht direkt an. Aber die hier erscheinen auch ein wenig tödlicher. Sind sie auch. Also wenn ihr hier stehen bleibt, lange genug, werden sie neugierig und werden euch besuchen, aber nicht angreifen. Giftiges Wurfmesser 10-mal. Also ich glaube zumindest, ich muss jetzt auch sagen, ich bin noch nie so lange gestanden, dass ich einfach mal nichts gemacht habe. Wow! Doch, sie greifen an. Und jetzt greifen natürlich alle an. Wow! Und ihr seht, warum die so schlimm und gemein sind. Denn die lösen Versteinerung aus. Und Versteinerung in diesem Spiel hat eine ganz eigene Mechanik. Mit der Versteinerung sterbt ihr nicht nur, sondern ihr verliert beim Tod nicht wie bei einem einfachen Tod ein wenig eurer Lebenskraft, sondern gleich mal eine richtig große Menge.
Ja, ich glaube, ich habe alle besiegt. Sie lassen, glaube ich, auch wieder verschiedene Waffen fallen. Muss ich aber später testen. Ich bin jetzt gerade selber unsicher. Sie wären jedenfalls gut geeignet zum Farmen. Hier hinten schleicht nochmal einer. Köderschädel, auf den reagieren sie gut. Was natürlich ausgezeichnet wäre zum sie farmen, ist logischerweise Flächenschaden, also Zauber. Und eine weitere Gemeinheit ist die Truhe hier. Die hat ein Schloss dran. Eine Eisentruhe mit Schloss. Und der macht's richtig. Nicht beehren lassen. Denn das ist eine Falle. Abendrot, Stab und Finstermaske. Die Finstermaske würde jetzt die eine Rüstung, die wir haben, abrunden. Ich stelle sie dann später vor. Und der Abendrotstab ist ein wunderschöner Zauberstab. Aber viel wichtiger ist, hier treffen wir Lucien wieder. Und jetzt wird's richtig traurig. Ich werde schweigen. Who are you? Oh. No, forgive me. I know you. Yes, of course. How goes your journey? I know not what you seek in this faraway land. But I pray for your safety. Please take these. Miras Großschwert, Luca Thiels Maske, warmes Handschuhe, Hose. Das haben wir jetzt erhalten, weil wir sie in den Kämpfen, in denen wir mit ihr an Seite stritten. Consider this thanks for keeping me sane. Genau, sie am Leben halten konnten. Also sie hatte jetzt 3 von 4 Kämpfen überstanden. Ich glaube sogar bei mir waren es alle 4. Und wenn ihr das schafft, bekommt ihr auch ihr ganzes Set geschenkt. My name is Luca Thiel. I beg of you, remember my name. For I may not myself. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, die Maske trägt sie jetzt nicht mehr. Und wir sehen einmal mehr ihr zerstörtes Gesicht. My name is Luca Thiel. I beg of you, remember my name. For I may not myself. Damit müssen wir Abschied nehmen von ihr, denn wenn ich jetzt dieses Leuchtfeuer entzünde und mich dann hinsetze, ist sie weg. Das war die ganze Geschichte von ihr. Nicht mit einem positiven Abschluss, leider. Aber hier hinten gibt es noch was zu holen, um uns abzulenken. Und Abschiedsschmerz. Feuersamen einmal für den Feuerhandschuh. Können wir immer brauchen. Und dann geht es hier nach oben. Wir erinnern uns, Luca Thiel war ja auf der Suche nach ihrem Bruder. Schimmernder Liebenstein. Und hat ihre Suche offensichtlich nicht erfolgreich abschließen können. Dafür scheint es so zu sein, als wäre er König geworden und hätte uns entdeckt. Hier geht er von dann. Finstergeist von Aslatiel aus Mira wurde besiegt. Hier rumpelt es in der Kiste. Hat einen bestimmten Grund. Können wir noch später feststellen. Stattdessen genießen wir lieber mal diesen Blick hier. Wer die Trailers damals gesehen hat, mag sich vielleicht an dieses Gerüst hier oder Gerippe erinnern. Und
Und überhaupt ist dieser Saal, der ist wunderschön. Leider werden wohl die meisten achtlos daran vorbeirennen. Aber der ist wirklich sehr schön gestaltet. Die Lichtstimmung auch. Wundervoll. Und hier rumpelt es wieder. Jetzt rennt am besten einfach auf die Seite. An ihm vorbei. Leider hat er den Wagen trotzdem kaputt gemacht. Das tut es. Das Ding hier ist von sich selbst ausgestorben. Nebenbei kann ich ja den Ring wieder wechseln. Fällt mir gerade auf, den brauche ich ja nicht mehr. Ich nehme stattdessen... was nehme ich denn? Den goldenen Schlangenring, logischerweise. Der fehlt mir ja wieder. Hier wird es noch schwindende Seele einmal geben. Und jetzt kommen wir zu einem Teil, wo ihr euch entscheiden müsst, was ihr genau wollt in der Spielrunde, die ihr macht. Ihr seht hier hinten dieses Tor. Und wenn ich jetzt untot wäre, würde es hier was anderes geben. Ich versuche es aber mal so. Please, just stay away. No, please, don't come near me. Nothing good will come of it. Just leave me alone, please. Leave this place and leave me be, as I'd not see any harm befall you. Please, just leave me alone. Ihr merkt, er wird nicht mit euch sprechen, wenn ihr menschlich seid. Oder nicht großartig, er warnt euch einfach. Hat einen bestimmten Hintergrund. Denn hier hinten hat es einen Hebel. Erstaunlicherweise sehe ich keine Warnungen. Sind die Warnungen nur, wenn ich untot bin? Könnte gut sein. An diesem Hebel kann man ziehen. Und damit nimmt das Schicksal dann seinen Lauf. Ich mache es jetzt natürlich in dieser Spielrunde. Man hört seine Geräuschen. Hier hat sich was getan. Was genau ist passiert? Nun, ich habe ihn befreit. Diese Zauberbarriere ist jetzt weg. By the very gods, what have you done? You've really done it. You'll never escape him. Dafür kann ich jetzt bei ihm ankaufen. Ich kaufe einfach mal alles ein. So. Er verkauft noch den Donnerquarzring plus 2. Könnte man auch bei ihm erwerben. Dann die verschiedenen Großpfeile, Blitzgroßpfeil, Feuergroßpfeil und zerstörte Großpfeil in unendlicher Menge. Gleichzeitig Drachenamulett 5 Stück. Rotes Wasser würde er verkaufen, 5. Und 10 Aztekenleuchtfeuer. Wäre eigentlich eine Idee. Soll ich? Ja, kann ich später irgendwas farmen. Ansonsten 2 Zauber, die ich aber schon besitze. Die große Zauberwaffe und das starke Zauberschild. Und ich bin jetzt auch hier unsicher. Ich muss ein wenig das Geständnis machen. Ich habe mich nicht so eingelesen beim Navlan jetzt gerade. Denn das wäre ja der Navlan. Sehen wir ja hier oben. By the very God, you've really... Königszauberer Navlan. Ich glaube, beim Navlan ist es tatsächlich so, weil ich ihn jetzt befreit habe, konnte ich einkaufen. Wenn ich jetzt hier als Geist hingekommen wäre und ihn angesprochen hätte, dann würde es eine andere Questreihe geben, eine spezielle, könnte aber gleichzeitig nicht bei ihm einkaufen. Das heißt, hier entscheidet ihr euch für die eine oder für die andere Richtung. Und ich habe mich jetzt für die Richtung entschieden, bei ihm einzukaufen.
und hat damit aber gleichzeitig einen anderen Questfaden ausgelöst. Zu dem kommen wir aber noch. Genießen wir nochmal diesen Blick in die Arche. Ich glaube, das nennt man so. Bei einer Kirche. Hier hinten gibt es noch eine Truhe. Keine Angst, dieses Mal ist es keine Falle. An die könnt ihr einfach so gelangen. Die frisst euch nicht, die macht euch nichts. Hier gibt es die verstärkte Zahlbarriere. Wenn es wirklich um Fallen geht, dann ist dieses Ding hier sehr komisch, denn wir hören es hämmern. Hier haben wir es mit den Herren zu tun. Die sind ziemlich wehrlos. Wenn sie aus dem Spiel kommen, scheint es fast so zu sein, als wären sie ein wenig verwehrt. Sie wehren sich auch nicht. Ihr könnt das Ganze auch meiden, indem ihr einfach nur durchrennt hier. Euch den Gegenstand hier schnappt. Ritualband des Nordens plus 2, versteinerte Drachenknochen. Und dann theoretisch wieder wegrennt. Oder ihr könnt es natürlich auch mit Verhandlung versuchen. Aber ihr seht, sie sind nicht wirkliche Gegner. Also man hat nichts davon, sich zu töten. Und hier hinten gibt es auch sonst nichts zu holen. Und wirkliche Gegner eben stellen sie nicht dar. Schade eigentlich. Sie kommen auch nur hier vor. Aus meiner Sicht ein wenig verschenktes Potenzial. Denn die Gegner an sich wären interessant. Jetzt kommen wir am Drachengrippe vorbei und zu dem her. Den her könntet ihr jetzt hier vorne auslösen oder ihr wartet einfach noch. Was ich euch empfehlen würde. Geht zuerst mal hier entlang. Hier nach oben. Und ich muss mich schnell kurz orientieren. Genau. Dann könnt ihr hier wieder nach unten. Und von der Seite an ihn gelangen. Warum ich das jetzt gemacht habe, werdet ihr gleich feststellen. Wir benutzen Duftzweig. Wow. Ich bekomme Besuch. Mit dir hat gar keiner gerechnet. Du wurdest gar nicht eingeladen. Na gut, dann sterbe ich jetzt halt hier. Wechseln wir den Ring aus. Wenn ich schon sterbe. Ach, ohne Begrüßung. Na gut, dann halt ohne Begrüßung. Wenn es denn sein muss. Der Pfeil hat mich getroffen. Das war eine komische Animation. Ja, das ist sehr komische Animation hier. Hier stimmt was nicht. Hier stimmt was gar nicht. Schade. Was genau hast du vor? Ich bin nicht kampfbereit eigentlich. Falsche Waffe. Ja, da stimmt was mit der Grafik nicht. Du willst es elegant lösen? So. Also die Waffe schaffst du locker. Sehr schön. Ring der Lebenssicherung beschädigt. Ach. Und damit wären wir wieder zurück an derselben Stelle. Wieder Ring gewechselt. Denn ich wollte euch ja eigentlich noch zeigen, was hier passiert. Duftzweig benutzen. Jawohl. Ich glaube, jetzt sitzt er sich genau auf mich. Oder fällt er nach vorne? Nee, er fällt nach vorne. Seht ihr? Und darum würde ich euch dringend empfehlen, hinter ihnen zu stehen.
Aber nicht zu lange. Denn da will er schon angreifen. Und ich merke, das ist nicht ganz so gedacht. Der ist wie immer sehr agil. Auch will er sich wie so oft hinter euch auf euch setzen. Steht also hinter ihm, geht ein Stück zurück. Könnt ihr immer diesen Angriff auslösen. Seht ihr? Und dann relativ einfach von der Seite beschädigen. Der Lohn der Mühe ist eine Maske. Die Drachen-Akolyten-Maske. Also es lohnt sich hier einen Duftzweig auszunutzen. Ihr wisst ja eh nicht mehr, was damit anfangen. Dieses Ding hier müsst ihr nicht unbedingt töten. Ihr könnt, aber ihr müsst nicht. Wenn ihr es wollt, nehmt es als Ziel. Kann relativ wenig machen am Anfang. Jetzt wird er den Dings einschlagen. Dann beginnt er Gift zu sprühen. Geht hier einfach auf Abstand. Wartet, bis er sich aufbläst. Geht ran. Schlagt zweimal zu. Nehmt wieder Abstand. Wenn ich ein bisschen schneller wäre mit meinen Reaktionen. Wartet wieder auf die Giftattacke. Geht auf die Seite. Schlagt zweimal zu. Nehmt Abstand. Ach, ich bin wirklich zu langsam. Ansonsten, wenn ihr Heilung braucht, geht hier runter. Er wird euch nicht gleich nachkommen. Nehmt ihn wieder als Ziel. Denkt daran, mit dem Schweif hinten kann er auch zuschlagen. Also seht ihr, hier ist er sogar in der Animation gefangen. Dann wieder Abstand nehmen. Seitenangriff. Weg damit. Warten, bis er sich aufbläst. Oder halt Schwung holt. Na komm. Bevor der andere Herr wiederkommt. Wir könnten ihm auch entgegenrollen. Also das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber am einfachsten ist dieser Angriff auszulösen und dann einfach auf der Seite zu stehen und von der Seite auf ihn einzuschlagen. Damit wären wir hier durch. Und hier ist ein Mechanismus. Der Mechanismus löst eigentlich nichts anderes aus als die Tür hier, die sich gleich verschließen wird. Wir ziehen nämlich hier am Drachenhebel. Es geht hinter uns die Tür zu. Und dafür vor uns auf. Und wir kommen in diesen geheimnisvollen Gang. Und was es damit auf sich hat, das erzähle ich euch das nächste Mal. Auf bald wieder und vielen Dank fürs Zusehen.